Du möchtest einen Kredit oder einen Fördermittelantrag stellen und bist dir bewusst, dass du dort auch eine Schufa-Erklärung oder eine Schufa-Klausel unterschreiben musst? Nun, dann werde ich dir heute erklären, was genau die Schufa ist, wie sie funktioniert, damit du dann auch besser damit umgehen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern auch mehrfach ausgebildeter Fördermittelberater. Und daher begleiten wir mehrere hundert Anträge pro Jahr auch im Bereich der Finanzierung der Fördermittelbeantragung. Und alle Banken, auch die Fördermittelinstitute, wollen eines wissen, nämlich deine Schufa, deinen Schufa-Score. Nur ein paar Informationen dazu, woher überhaupt die Schufa kommt. Interessanterweise wurde die in Berlin von dem Stromdienstanbieter BEWAG entwickelt. Denn die BEWAG hat vor ungefähr 100 Jahren auch Geräte und Maschinen an die Kunden verkauft und die konnten bequem dann über ihre Stromrechnung dann die Preise auch bezahlen. Und bevor diese Kredite vergeben worden sind, hat die BEWAG angefangen, Daten zu sammeln, um zu gucken, ob der Kreditnehmer, also der Kunde, überhaupt kreditwürdig ist, ob er vielleicht in der Vergangenheit schon Schulden gemacht hat, Kredite gemacht hat und nicht zurückbezahlt hat. Und aus dieser BEWAG-Studie, aus diesem Projekt der BEWAG, wurde dann später die Schufa. Das bedeutet, dass aus diesem Projekt der BEWAG dann ein Verein später gegründet worden ist, der heute eine Aktiengesellschaft ist. Und diese Aktiengesellschaft, dieser Verbund, wo es auch einen entsprechenden Webauftritt gibt, hat die Aufgabe, Kreditgeber zu beschützen vor schädlichen Kreditvergaben. Die Schufa speichert fast alle wesentlichen Daten von dir, also wann du umgezogen bist, deine Kontaktdaten, deine Zahlungsdaten und dein Zahlungsverhalten, Abweichungen davon, zu spät oder zu früh bezahlt, Missbrauch von Kreditkarten beispielsweise, wann du eine Anfrage gestellt hast, zum Beispiel nach einem Kredit, welche Verträge du abgeschlossen hast, welche noch laufen und vor allen Dingen dann auch die Kredite, die du hast. Aber die Schufa recherchiert auch alle öffentlichen Registraturen und Auskunftsstellen. So werden zum Beispiel auch Urteile, die vollstreckt sind oder die entsprechend entschieden worden sind, genauso abgespeichert wie eidesstattliche Versicherungen oder Insolvenzen. Das heißt, die Schufa zieht sich auf der einen Seite aus öffentlichen Registern und Amtsblättern aktuelle Informationen, aber auf der anderen Seite unterschreibst du auch beim Telefonvertrag oder auch bei Banken, dass die Schufa hier die Daten übernehmen kann. Das heißt, das ist alles heutzutage nach dem Bundesdatenschutzgesetz abgestimmt, sodass die Daten dort reinkommen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du dann einen Kredit beantragst, dann unterschreibst du wiederum der Bank, dass sie deinen Schufa-Score abprüfen darf, dass sie überprüfen darf, dass keine negativen Einträge vorhanden sind. Wie funktioniert das nun, wenn deine Schufa überprüft ist? In der Regel werden zwei wichtige Dinge überprüft. Das eine ist, dass keine negativen Einträge vorhanden sind. Es sind eine ganze Reihe von Einträgen auf jeden Fall vorhanden. Deine Umzüge sind vorhanden, deine vorhandenen Kontenverbindungen, deine Telefonverträge, alles ist dort abgespeichert. Und das Zweite, was dann überprüft wird, ist dein Score. Und der Score sollte möglichst deutlich über 90, 93, 95, am besten an die 100% herankommen, damit die Bank sagt, okay, das ist ein Score, mit dem wir arbeiten können. Ist der unter 90, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bank entweder vertiefend nachfragt oder gleich auch ablehnt. In einem anderen Video werde ich dir dann zeigen, wie genau du deinen Schufa-Score überprüfen kannst und wie du vor allen Dingen dann deinen Schufa-Score auch wieder verbessern kannst, also bestimmte Sachen löschen kannst. Daher lade ich dich jetzt gerne ein, unseren Kanal zu abonnieren, damit du dann das nächste Video auch dann mitgeteilt bekommst. Gerne kannst du aber einen Gutschein auch nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann können wir dir helfen, dabei deine Finanzierung auf die Beine zu stellen und auch deine Schufa so zu optimieren, dass die Bank zu deinem Antrag Ja sagt. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.